Willkommen zu meinem ersten Let's Play und hier zeige ich euch, wie man die leichte Angriffseinheit auf keinen Fall spielen sollte. Ich habe eine Shotgun, den Bruiser, kann man hier auch noch mal sehen, hier sehe ich aus. Tötet mit einem Schuss, ich kann nicht treffen, aber wenn ich dann treffe, dann ist er tot. Das ist, darum spiele ich den Bruiser. Jo. Also dann versuche ich hier mal C einzunehmen. Mal gucken. Hallo. Hallo. Wow. Was hat mich getötet? Da immer zu zweit, das hasse ich an den Terranen. Die haben viel zu gutes Teamplay. Können die noch nicht machen? So habe ich schon gesagt. Riesen Drops sind wir. Machen wir gleich nochmal. Ja, sieh. Ich nehme im Moment mit Outer City meine Tonspur auf. Im Hintergrund, die Stimme dürfte leicht flackern, auch wenn ich sie bearbeite. Das stört mich zwar extrem, aber ich habe leider keine Ahnung, wie ich das beheben kann. Und ja, mein Aufnahmeprogramm ist X-Fire. Also ist ein kostenloses Programm. Hat halt viele andere Features, ist gar nicht unbedingt nur zum Aufnehmen gedacht, aber... Aua, was steht das denn? Aber ich finde die Bildqualität ganz okay, deswegen nehme ich das. Soweit ich weiß, hat man auch eine unbegrenzte Aufnahmezeit. Ja. Was mache ich da mit Shotgun? Die werden sausbrottel. Ich will nicht mehr mit euch spielen. Nee. Ist halt doof. Ein Panzer. Ja, wie praktisch. Immer wenn ich zu einem hinlaufe, ist er schon tot. Das mag ich auch nicht so gerne in der Shotgun, aber nein. Ja. Die fragen sich vielleicht, was ich jetzt auf dem Channel hier mache. Ja, also ich habe Sticks, also Falk, ein bisschen geholfen. Bild und so erstellen, Überschriften, was weiß ich. Obwohl ich es eigentlich selber nicht kann, erklärt vielleicht, wenn das jemand kann, dass es scheiße ist, aber naja. Und dann hat er mir angeboten, dass ich ja auch mal ein paar Let's Plays machen kann. Ich weiß, meine Stimme ist jetzt nicht so prickelnd, aber damit wir es ja einfach zurechtkommen. Das war ein Problem. Also ich werde das erste ausschließlich Planetside Let's Plays machen. Eventuell mache ich später mal noch Arma, also Arma 3. So Altis Life und so. Die Kampagne und ich weiß nicht, irgendwie hätte ich mal total Lust auf Total War. Kaufe ich mir ganz vielleicht, ganz vielleicht. Ich weiß ganz vielleicht, ist kein Wort, aber ne. Beim Bonusmaterial von Falk, der Feldsanitäter, kommt ja auch noch raus, dass wir das Ganze sehr interaktiv machen wollen. Sprich, ihr könnt euch auf unserer Facebook-Seite bewerben, Sticks Gaming. Ja, sehr einfallsreich, weiß. Oder auf YouTube. Ja, auf der Facebook-Seite bewerben. Dann geben wir euch die PS-ID und dann könnt ihr mal mit euch. Mit uns zocken, mit euch zocken, ja. Gut Deutsch, Thomas. Damit nicht nur wir hier rumstammeln, sondern dass ihr auch rumstammeln könnt. Rumstammeln für alle. Ich will mit dir mit dabei sein. Mach ich. Ja, geil. Ich hab den doch. Ich hab den gesehen und ihr habt doch gesehen. Ich hab den voll erschossen. Ich hab's genau gesehen. Also ein Bonusmaterial war auch noch, dass ich eben gern schwer, also
Ich spiele eigentlich alles, bis auf Ingenieur und Sanitäter, da Sanitäter noch öfter wie ein Ingenieur, aber Spion ist meine Lieblingssache, die Railjack hier. Dann die leichte Angriffseinheit, da spiele ich auch ganz gerne mit Bruiser. Für den Spion habe ich auch im Nahkampf noch die Zyklone und für alle anderen auch. Bei der leichten habe ich hier noch auch die Kompakt mit Granatwerfer dran. Hier habe ich dann noch die Zyklone. Für die Schwere habe ich den Bruiser ebenso. Dann haben wir die Standardwaffe. Auch nochmal für. Okay, habe ich gar nicht ausgerüstet, aber normal sollte da die Zyklone sein. Dann noch Max spiele ich. Also Spion und Max am häufigsten. Aber zurzeit werde ich mich als gleich auch ganz gern sehen, weil da kann man halt den Bruiser ganz gut ausleben. Und hier habe ich auch die beiden Shotguns. Das ist die Standardwaffe. Und dann habe ich noch den Gründer. Ich glaube, 250 hat er gekostet, dazu gekauft. Dann habe ich hier die ER-22, hat ja auch der Falcon, mein Gott, gutes Deutsch, empfohlen. Hier mit dem Einmal-Visier und dem Laser-Visier, falls es ansonsten nicht geht. Könnte ich mir kaufen, das Teilmann-Munition. Kann man machen, muss man aber nicht. Von Schalldämpfer rate ich eigentlich generell ab, zumindest beim Spion, weil der Geschossabfall halt wirklich viel zu hoch ist. Aber das mag. Gut. Dann weiter im Text. Muckelabe. Das Maul. Also, wahrscheinlich eher für mich als für den Feind. Was? Ich hab 6 von meinem 6 KD? Ich dachte 1-6. Okay, 2-6. Früher war es eigentlich hier andersrum. Ich hab gemeint, ich bin gut und war dann schlecht. Ach komm, die Entscheidung. Ja, gut, okay. Seh ich noch ein. Chill mal. Ja, gut. Was ich mir glaube ich auch noch kaufen werde, weil ich eigentlich sowieso nicht weiß, was ich mit dem Swords machen soll, ist. Hier für die Max-Einheit. Die zweite Falcon. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wie kann ich damit nicht so gern umgehen? Früher habe ich immer, mein Gott, wie hieß das, Battlefront gespielt, aber nicht das zweite, sondern Battlefront 1. Da bin ich auch die ganze Zeit nur mit Raketenwerfer rumgelaufen. Wie die meisten eigentlich. Einfach Raketenwerfer drauf von der Rebellion und bum bum bum, Arek. Oh man, scheiße, wenn ich den noch erwischt hätte, das wäre doch so schön gewesen. Dreck. Neues Leben, neues Glück. Neue Liebe ist hier, neues Leben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich bin nicht. Mir ist egal, ich mach das einfach zu wie die ganze Zeit. Ach, ich schau mal, ob hinten ein Fenster ist. Weiß ich nicht. Weil wenn da ein Fenster ist, dann hätte ich da oben reinfliegen können, aber ist egal. Gut, dann hätten wir das auch schon geklärt. Gut. Das mag ich halt an der Shotgun. Du kannst halt echt so einen ganz viel Ruck retten, nur weil du vorrennst und den ein paar Kugeln reinjagst. Das ist so ein richtiges Frontschwein. Und wie ihr seht, habe ich eigentlich eine recht gute Ausrüstung. Bin auch schon Level 44. Also Kampfrang für manche. Aussehen habe ich mir schon gekauft, mit Rüstung, Tarnung, Helme. Erstens sieht es besser aus, das ist halt auch der Hauptgrund, aber ich spiele halt wirklich schon lange, es macht mir viel Spaß, also warum sollte ich das Spiel nicht unterstützen? Schon. Aua. Ich will nicht mit euch spielen. Kann ich jetzt mal einen in die Luft jagen? Mann. Hallo, du. Was? Jetzt bin ich traurig. Okay, bitte.
Kiste, keine Kiste. Also, Falk bzw. Sticks und ich haben uns auch in Plättelzeit kennengelernt. Diese spiele ich jetzt wäre. Wir haben für den Plan XPWX. Und er war, glaube ich, vor mir drin. Dann auch mit ihm. Dann hat er mal was vom Let's Play Channel gesagt. Und da habe ich halt relativ viel Interesse für gezeigt. Und ja, die Art hat mir halt ganz gut gefallen. Auch gegenseitig halt. Aber ja, so sind wir dazu gekommen. Dann habe ich das Facebook-Banner, das YouTube-Banner und so erstellt. Dass er bis jetzt, wo ich das drehe, zumindest immer noch nicht rein hat, warum auch immer. Ja. Gut. Ich mag Vanus. Nein, ja doch. Vanus mag ich auch nicht. Die Terraner sind eigentlich schwächer wie das NK, bloß die haben halt ein gutes Teamplay. Die treten immer in Massen auf. Ja gut, hier beweist es jetzt genau das Gegenteil, das ist der Vorführeffekt, aber wenn man das Spiel lang spielt, kann mir da glaube ich ganz gut zustimmen. Werdet hier hauptsächlich, also von meiner Seite jetzt aus, hauptsächlich NK-Let's Plays sehen. Ich habe nicht vor, CR zu spielen oder so. Ja, jetzt ist meine Verbindung gerade weg, das passiert in letzter Zeit öfter. Vorletzten Update. Ich weiß nicht wieso. Es ist scheiß nervig. Was will ich jetzt noch tun? Warum passiert doch gerne, dass du hast Selbstmord begangen. Auf, dich selbst zu töten. Ja, Retterkill. Wo ist er denn? Hör ihn doch. Willst du mich verarschen? War die Entfernung schon so weit? Ach ja, und ich spiele auch nicht mit Flintlaufgeschoss, weil so brauche ich eben bloß einen Schuss und mit Flintlaufgeschoss brauche ich zwei Schuss. Das habe ich aber zu spät rausgefunden, das ist gekauft, aber ja gut. Ich habe einen Terraner Ingenieur. Halbwegs, also wirklich halbwegs gut ausgerüstet. Das spiele ich aber eigentlich nur privat. Vielleicht mache ich irgendwann mal ein Let's Play mit dem, aber ich denke mal eher nicht. Jo. Minecraft wird ich auf dem Kanal auch nicht hitzen, da ich der Meinung bin, es gibt schon so viele, die Minecraft machen, da braucht es nicht noch einen. Also 200.000 oder so Let's Player, wo das machen, reichen ja wohl. Das ist doch scheiße. Gemessert hat er mich. Gemessert. Ja. Wundert, dass mir gerade so viel einfällt, wo ich labern kann. Ja. Also ich habe überhaupt keine Erfahrung mit Let's Plays hier, also zu selber machen. Ich weiß auch nicht, ob ich das gut mit dem Schnitt hinkriege. Also ich hoffe mal schon, aber werde ich dann auch mal. Ja gut, ich werde nichts groß schneiden. Noch nicht. Ich denke mal, ich werde irgendeinen bisschen Ficken davor packen. Das dann irgendwie reindrehen oder so. Und ja, mal gucken. Wie gesagt, im Ton bin ich noch nicht ganz zufrieden. Aber ich werde mir, glaube ich, den nächsten Headset kaufen. Okay. Also jetzt kein teures Headset, aber ich spiele halt nur, ich habe einen Laptop. Und da spiele ich halt nur im Laptop-Mikro. Und Kopfhörern halt aber. Stöpsel.
Also ich weiß nicht, wie oft ich versuchen werde, Videos hochzubringen, aber auf jeden Fall so oft wie möglich, wie ich Zeit finde. Da ich eigentlich total richtig Bock drauf habe, ich wollte schon mal irgendwas auf YouTube machen, aber mir ist einfach nichts eingefallen. Und Let's Plays, du brauchst halt eine gute Stimme. Und früher war meine Stimme halt noch schlimmer und noch höher. Also Stimmbruch war noch nicht vorhanden. Wird schon noch tiefer bestimmt mit der Zeit, aber ja. Ja gut, wenn wir das jetzt eingenommen haben, dann sterben wir jetzt nochmal zum Schluss. Und dann beende ich die Aufnahme hier. Und bis zum nächsten Mal.